Liebe Schwestern und Brüder, was machen wir mit diesem Evangelium, mit diesem Abschnitt aus der Bergpredigt? Was sollen wir damit anfangen? Wenn man ein wenig blättert, ich muss gestehen, natürlich ist das angenehmer, wenn man dann lesen kann, auch von namhaften Exegeten. Nun denn, das sind kräftige Worte, mit denen Jesus seine Zuhörer zum Zuhören gewinnen will. Deshalb sind die so in kräftigen Linien gezeichnet. Aber ist das wirklich eine Lösung? Ich glaube das nicht, dass Jesus nur kräftige Linien zeichnet, damit man ihm zuhört. Ich glaube, Jesus meint das, was er sagt. Er meint immer, was er sagt. Auch mit diesen schwierigen Worten, die uns ja eigentlich zur Verzweiflung bringen, wenn wir sie ernst nehmen. Was bedeutet das? Zunächst noch einmal die Erinnerung, dass das, was Jesus hier zitiert, dieses sogenannte Justalionis, kein billiges Racheprinzip ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. So wird es leider Gottes von, man kann es nicht durch noch so viele biblischen Studien ausrotten, dass gerade im Fernsehen oder bei Journalisten und Journalistinnen das so verwendet wird. Es ist ein Prinzip der Begrenzung. Dafür, dass mir einer das Augenlicht nimmt, darf ich ihn nicht umbringen, sondern ich darf ihm auch nur das Augenlicht nehmen. Oder bei einem Zahn schuldet er mir auch nur einen Zahn. Aber ich hau nicht gleich den ganzen Kerl zusammen. Aber Jesus meint mehr als Schadensbegrenzung. Meint mehr als Eingrenzung von Gewalt, sodass man irgendwie zu einem Ausgleich kommt. Leistet dem, der euch etwas Böses tut, keinen Widerstand. Ist das nicht oft so, dass wenn uns irgendwie in einer Form, manchmal ist das ja mini und trotzdem schmerzhaft, wenn uns etwas Böses widerfährt, dass wir dann nicht endlich einen Grund haben, das ganze Arsenal unserer Bosheit aufzufahren? Ist das nicht großartig? Endlich haben wir einen Auslöser, damit das ganze innere Waffenarsenal zur Schau getragen wird, die Militärparade nach außen, die wir da auffahren. Toll, endlich hat uns einer einen Anlass gegeben. Wir müssten ihm dankbar sein. Aber genau das will Jesus verhindern. Er fordert auf zur inneren Abrüstung. Natürlich ist das menschlich, wütend zu sein, Schmerz zu erfahren, wenn man beleidigt wird oder wenn einem Böses widerfährt. Das ist ganz normal. Aber wir sollten gar kein inneres Reservoir haben, mit dem wir uns wehren. Und dann, wenn es ums Eigentum geht, mein Gott, das goldene Kalb heute und nicht nur das äußere goldene Kalb, was den Besitz angeht. Wir müssen uns nur unsere gepflegten Vorgärten abgezirkelt, eingezäunt, Hochsicherheitstrakt, Alarmanlage außen, Lichtschranke irgendwo montiert. Das ist ein goldenes Kalb. Man kann immer wieder Überschriften lesen, ja, aber das ist irgendwie schon auch christlich, dass jeder sowas haben darf. Aber es gibt auch ein inneres goldenes Kalb. Das ist das Ego. Das größte goldene Kalb, das man sich überhaupt vorstellen kann. Wir hören das dann in den Gesprächen, die wir führen. Wozu das, welche Konsequenzen das hat. Das höre ich manchmal auch in geistlichen Gemeinschaften, wenn es einen Konflikt gibt. Ja, das ist deine Wahrheit. Ich habe meine Wahrheit. Das ist deine Sicht der Dinge, ich habe meine Sicht der Dinge. Das ist, was Benedikt der 16. immer so nannte, Relativismus pur. Das ist der Tanz um das eigene große goldene Kalb. Das wird nur dadurch kleiner. Diese Abrüstung findet nur statt, wenn man sich wirklich auf das Wort Jesu einlässt. Und einlassen heißt zunächst akzeptieren, dass wir damit Riesenprobleme haben. Wie schwer fällt uns das? Wenn dich einer vor Gericht bringen will, um dir das Hemd wegzunehmen, dann schenk ihm auch noch den Mantel. Ja, wo kommen wir denn da hin? Wir rechnen das dann immer hoch. Und am Ende unserer Rechnung kommt immer raus, naja, so genau müssen wir das nicht nehmen, was Jesus hier sagt. Solange wir
liebe Schwestern und Brüder, dieses Wort Jesu nicht, jede und jeder für sich, persönlich sehr ernst nimmt, werden wir Jesus nicht verstehen. Werden wir den Tanz um unsere goldenen Kälber fortsetzen und werden die inneren Waffenarsenale aufrüsten, statt sie abzuschaffen. Wir sollten vielleicht einmal wenigstens es versuchen, ganz im Kleinen anzufangen, Jesus ernst zu nehmen, indem wir daran glauben, dass er meint, was er sagt. Oft genug im Gegensatz zu uns.